Hallo und herzlich willkommen. Heute ist ein super Tag, richtig goldener Oktober, Sonnenschein, ist nochmal warm. Richtig geiler Tag, um nochmal eine Drohne zu fliegen, was ich auch gleich machen werde. Ich bin hier rausgefahren auf eine Wiese und werde hier gleich die Drohne fliegen. Die Drohne ist eine DJI Phantom 3 Standard, bin soweit zufrieden mit der, habe die seit 3 Monaten. Und habe in diesen 3 Monaten unheimlich viel dazugelernt bezüglich, wo darf ich fliegen und was muss ich beachten. Seit Oktober ist ja die Drohnenverordnung in Kraft getreten. Da wird ja ganz viel über den Drohnenführerschein geredet. Bei der brauche ich hier zum Beispiel keinen Drohnenführerschein. Sie wiegt nur 1,4 Kilo. Erst ab 2 Kilo ist ein Drohnenführerschein notwendig. Ich rede hier aber ganz bewusst nur von Privatfliegern, was ich bin. Mache das nicht gewerblich. Bei den Gewerblichen gibt es noch andere Vorschriften zu beachten. Ja, dann bin ich einfach mal gestartet nach gutem Wissen, ja, was man alles so beachten muss. Keine Privathäuser drüber fliegen, keine Menschenansammlungen, nicht über Städte, nicht über Autobahnen und so weiter. Aber irgendwie hatte ich immer ein ungutes Gefühl, ob ich jetzt wirklich auf der sicheren Seite bin, und bin dann mal auf die Internetseite von der Deutschen Flugsicherung gegangen, DFS. Und die haben da einen ganz großen Part, wo sie sich nur mit dem Thema Drohne beschäftigen. Und das haben sie auch relativ gut erklärt. Sehr ausführlich, gerade was Lufträume betrifft. Wem das aber alles zu viel ist, der kann sich auch einfach die App runterladen. Aus dem Google Play Store habe ich die runtergeladen. Läuft auf meinem Android-Handy relativ problemlos nach der Installation. Gab es 1, 2 Abstürze. Danach kamen noch mal ein paar Updates. Aber momentan läuft sie wirklich stabil. Was die App kann, ist, sie zeigt mir an, wo ich mich befinde, wenn ich das GPS aktiviere, und zeigt an, ob ich in diesem Fluggebiet, wo ich mich gerade aufhalte, ob ich da safe bin. Und da gibt es doch eine ganze Menge an Regeln zu beachten, die mir so vorher auch nicht bewusst waren. Wenn ich die App gestartet habe, muss ich den GPS-Empfang aktivieren, dann dauert es ein paar Sekunden, dann hat mich das Handy geortet und die App weiß, wo ich bin. Und jetzt sieht man hier schon grüne Haken, also wo ich mich hier gerade befinde, das ist in der Nähe von Wallau, auf einer Wiese, ist alles safe, grüne Haken. Jetzt kann ich aber trotzdem auf den grünen Haken mal klicken und dann werden mir ganz viele Regeln angezeigt. Und diese Regeln würde ich gerne mal kurz erläutern, weil es ist halt doch nicht so selbstverständlich alles und die App hilft es, einem besser zu verstehen. Das Gewicht hatten wir schon, also die App, die Drohne, wiegt unter 2 Kilo, das heißt, ich brauche keinen Drohnenführerschein, aber sie wiegt zwischen 250 Gramm und 2 Kilo. Sie muss gekennzeichnet sein mit Name, Adresse und dauerhafter feuerfester Beschriftung. Habe ich erfüllt. Bei Amazon habe ich mir das besorgt. Wiegen Sie nicht höher als 50 Meter innerhalb des kontrollierten Luftraums CTR. Dazu muss ich sagen, ich bin ca. Luftlinie 10 bis 12 Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt. Deswegen wird mir dieser Hinweis angezeigt, weil nämlich hier ein kontrollierter Luftraum ist. Sie verletzen kein Flugbeschränkungsgebiet. Klar, ich bin weit genug weg vom Frankfurter Flughafen. Das sind, glaube ich, 1,5 Kilometer. Sie verletzen kein Flugverbotsgebiet. Auch safe, wunderbar. Außerhalb von 1,5 Kilometer Abstand von Flughäfen und Flugplatzbegrenzung, habe ich eben schon gesagt. Außerhalb von Naturschutzgebieten oder Nationalparks. Natürlich, ein Nationalpark erkenne ich immer, aber ein Naturschutzgebiet erkenne ich nicht so leicht. Und da ist das wirklich hilfreich, wenn mir das angezeigt wird, wo denn überhaupt ein Naturschutzgebiet ist. Weil hier muss man wirklich aufpassen, dass ich die Rehe oder andere Tiere nicht aufscheuche, ja, vertreibe. Sie verletzen sich auf der Flucht oder andere Themen einfach, wo vielleicht Tiere sich bedroht fühlen. Außerhalb 100 Meter seitlich von Begrenzung von Justizvollzugsanstalten, okay, haben wir jetzt hier gerade nicht, aber auch die erkenne ich nicht immer so leicht von außen, wie man das meint, und von daher ist es gut, wenn es einem angezeigt wird. Außerhalb 100 Meter seitlich von Begrenzung von militärischen Anlagen und Organisationen,
Ich rede hier nicht von einer Kaserne im klassischen Sinne, sondern es gibt auch in Deutschland ganz viele Gebiete, die militärisch genutzt werden, zum Beispiel für Manöver, die geübt werden, wo auch teilweise mit scharfer Munition geschossen wird. Ja, es ist schön, wenn ich weiß, dass ich da ausreichend Abstand habe und nicht getroffen werden kann. Außerhalb 100 Meter seitlich von Begrenzung von Anlagen der Energieerzeugung und Verteilung, ja, auch so kleine Stromwerke oder Umkraftstromwerke, wie sie auch immer heißen, erkennt man nicht immer gleich. Ja, Hochspannungsleitung ist klar, dass ich da nicht lang fliege. Außerhalb 100 Meter seitlich von Grundstücken, auf denen die Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder oder oberster obere Bundes- oder Landesbehörden ihren Sitz haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Beim BND sollte ich nicht fliegen, aber es gibt noch eine ganze andere Reihe von Gebäuden, denen man das von außen nicht ansieht, dass sie wirklich für unsere Sicherheit sorgen oder dass hier vielleicht auch hochsensible Daten gespeichert werden. Von daher gut, wenn mir das die App anzeigt. Außerhalb 100 Meter seitlich von Liegenschaften von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden. Eine Polizeidienststelle erkenne ich relativ einfach, ist meistens innerorts oder Autobahnpolizei. Aber Liegenschaften ist zum Beispiel gemeint Pferdeställe, berittene Polizei oder Werkstätten oder andere Gebäude, die die Polizei vielleicht auch im Zivilen nutzt, dass ich die hier nicht überfliegen darf, beziehungsweise nicht näher als 100 Meter seitlichen Abstand halten muss. Außerhalb 100 Meter seitlich von Bundesfernstraßen, damit sind Autobahnen gemeint, ist auch relativ einfach zu erkennen. Außerhalb 100 Meter seitlich von Bundeswasserstraßen. Ja, was ist eine Bundeswasserstraße? In der Regel ist das ein Fluss, wo die Berufsschifffahrt drauf unterwegs ist. Aber woher kenne ich jetzt, dass da wirklich immer die Berufsschifffahrt unterwegs ist? Beim Rhein ist es noch relativ einfach, ja. In der Regel ist der auch selbst so stark befahren, dass es sich von selbst erklärt. Aber kleinere Flüsse wie vielleicht die Mosel, die Lahn, der Main, sind das schon Bundeswasserstraßen. Und da ist die App wirklich hilfreich, weil sie es mir wirklich eindeutig anzeigt. Außerhalb 100 Meter seitlich von Bahnanlagen, auch hier, ja, Bahnhöfe erkenne ich in der Regel, Hochspannungsleitungen. Naja, je nachdem, wie weit ich den Abstand habe, ist es schon schwer, die zu erkennen. Und manche Nebenstrecken, die vielleicht nicht so häufig befahren werden von Zügen, sind allein in der Natur so gut eingebunden, dass ich sie auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Außerhalb seitlichen Abstand von 100 Meter von der Begrenzung von Krankenhäusern, auch hier natürlich das große Stadtkrankenhaus erkenne ich. Aber warum ist es wichtig, nicht in Krankenhausnähe zu fliegen? Weil nämlich hier Rettungshubschrauber auch regelmäßig anfliegen, um Patienten wegzufliegen oder ins Krankenhaus zu transportieren. Und hier wäre es ja wirklich eine Katastrophe. Eine Drohne würde dazu führen, dass der Hubschrauber ausweichen muss. Oder sogar es gibt eine Kollision und der Hubschrauber stürzt ab oder sonstige Schäden entstehen. Also von daher wirklich darauf achten, hier nicht bei Krankenhäusern zu fliegen. Und damit sind auch kleinere Privatkliniken gemeint. Und last but not least, außerhalb einer seitlichen Distanz von 100 Meter von Botschaften, Konsulaten und internationalen völkerrechtlichen Organisationen. Okay, ja. Also in Berlin habe ich die Botschaften schon öfters mal gesehen, da ist das auch relativ einfach zu erkennen. Ich glaube, das trifft vielleicht nicht so häufig zu. So, was kann die App noch? Ich kann ein Tagebuch führen mit der App, sozusagen ein Drohnentagebuch, ähnlich wie ein Flugbuch ist das. Das heißt, Start, Landung wird alles registriert. Ich gehe auf Take-Off, das wird sozusagen simuliert. Die Drohne steigt und wenn ich dann wieder auf Landing gehe, dann landet die Drohne wieder. Die Zeiten werden festgestellt und falls mich einer mal befragt, dann kann ich das hiermit nachweisen. Allerdings hat natürlich DJI auch gewisse Logfiles, die die erstellen, wo auch hier nachgewiesen werden kann, in welchen Gebieten bin ich wenn, zu welcher Uhrzeit geflogen. Also von daher ist das nice to have. So, was kann die App noch? Ja, ich kann natürlich noch diverse Einstellungen machen an meiner Drohne, die ich hier speichere. Aber letztendlich nutze ich diese App wirklich hauptsächlich dafür, um festzustellen, bin ich in einem Gebiet, was safe ist, oder bin ich irgendwie kritisch, ja, und verletze geltendes Recht. Dazu nochmal ein Wort in eigener Sache. Wir haben eine Drohnenverordnung bekommen. Warum haben wir die bekommen? Weil in der Vergangenheit einfach viel zu viele Menschen sich eine Drohne gekauft haben, ich rede von größeren Drohnen, sind damit irgendwie geflogen und haben Leute gefilmt, haben damit Urheberrechte, Bildrechte,
Panoramafreiheit und sowas alles vielleicht nicht ganz legal alles eingehalten. Das ist Part Nummer 1. Aber Part Nummer 2, da habe ich ganz viele Videos auf YouTube gesehen, wo Leute mit ihrer Drohne GPS-Daten eingespeichert haben und haben sie wirklich unbemannt den 500 Meter Höhe über viele Kilometer fliegen lassen, haben das so gut ausgerechnet, dass die Akkulaufzeit genau gereicht hat, damit die Drohne quasi einmal ins große Karree fliegen kann. Wirklich nice to have, schöne Aufnahmen, hat alles geklappt. Aber es gibt genauso viele Videos, wo das nicht geklappt hat. Und dann ist die Drohne einfach wegen mangelnder Akkulaufzeit vom Himmel gefallen. Also Glück, scheinbar immer nur auf Feldwege oder in Baumkronen gelandet. Aber jetzt stellt euch mal vor, 1,4 Kilo wiegt die Drohne, die fällt mir aus 100 Meter auf den Kopf, da habe ich aber deutlich mehr als nur Kopfschmerzen. Und genau das müssen wir Drohnenpiloten darauf achten, dass das in Zukunft wirklich eingehalten wird und nicht, dass die Gesetze, Richtlinien noch weiter verschärft werden und uns Drohnenflieger letztendlich die Bevölkerung auch fast schon feindlich manchmal entgegenkommt und sagt, ah, ihr filmt hier irgendwas, das dürft ihr überhaupt nicht, ja. Und dann kommt dieses gefährliche Halbwissen ins Spiel und. Und es ist doch schöner, wenn man ein Miteinander hat, als ein Gegeneinander, ja. Ich habe das auch in der Vergangenheit erlebt und irgendwie konnte ich dann trotzdem diejenigen überzeugen, nämlich mit Hilfe dieser App zum Beispiel, konnte sagen, guck mal, ich bin wirklich safe, willst du aber auch mal fliegen? Und auf einmal waren diese ganzen Aggressionen zumindest mal erstmal für den Moment beruhigt. Und ich hatte sogar einen, der ist mit der Drohne geflogen, ein paar Minuten. Der hat sogar gelacht und gesagt, ach, das macht ja richtig Spaß. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich die geltenden Vorschriften einhalten. Und diese App hier auf dem Handy kann eigentlich nur dazu beitragen, damit wir immer sicher fliegen. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!